Willkommen zurück zu Random Sachen mit Ark und dem Ghost Anubis und dem John. Hallo. Moin Moin. Wir sind hier mit unserem Florian ein klein wenig Unterwasserabenteuer gemacht, wollten uns eigentlich einen Mosasaurier zähmen, sind jetzt in irgendeiner Unterwasserhöhle gelandet und dann haben wir den Scheiß hier entdeckt. Sieht mal übel geil aus. Ja, und das erkunden wir jetzt einfach mal ein bisschen. Jetzt können wir auch die Karte aufrufen. Wo sind wir denn hier? Oh, wir sind in der Mitte von der tropischen Insel. Ah, okay. Und das GPS noch dazu, wer die genauen Koordinaten haben will. Aber wie man hierher kommt, da helfen euch die Koordinaten auch bloß nicht. Das weiß ich auch Oh, bloß selber nicht mehr. ich habe übrigens einen Eisblock. Lol, die ist freezing. Ja. Mir ist noch Mir nicht mal nicht, mir ist nur kalt. kalt. Mir ist kalt. Mir ist nicht mal kalt. Ja gut, bei deinen Resistenzen bei 100, ne? Da, oh. Geht schon los, Skorpione. Welches Level waren der jetzt? Ich hab nicht geguckt. Ich Ah, auch nicht. okay. 48. Was? Oh, Was stimmt denn Spinnchen. nicht? Spinnchen erstmal rotzen lassen, dann kann man das Spinnchen angreifen. Hansi hat gerade eine von den Spinnen getötet. Vorhin bei den einen Skorpionen auch. Noch mehr Spinnen? Spinnen, Oder? Spinnen. Ich mag keine Spinnen. Wo denn? Nee, das sah aus wie Spinnen. Ja. Schlange, Oh. Schlange. Oh, hat mich gebissen und vergiftet. Alles bisschen giftesiger. Wow. Mein Ding schon wieder, Hansi. Alter. Schon wieder, Hansi. Wow. Kommen die in alle her? Noch eine. Also Fleisch haben wir, hat Hans. einer ein Lagerfeuer bei. Nee. Ist kalt. Interessant. Freezing. Also hier ist Freeze. Hier ist nur kalt. Ich habe auch mal Betäubung drauf. Die bei mir so ein bisschen steigt. Ja, das ist durch das Gift von den Schlangen, aber das sieht schon geil aus hier alles. Da oben geht's weiter. Also wir sind hier definitiv in einer Herausforderungshöhle. Weil wir wollten ja eigentlich nur mal ganz kurz. Oh, hier ist ein Ei. Ei, ich bin Spinne oder was? Was für ein Ei? Titanoba-Ei. Ein Titano-Ei? What? Titanoba. Ja. Ja, Titanoboa-Ei. lies mal. Titanoba. Ja, lies vielleicht mal Titanboa. Ah, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, liebe Zuschauer, der John ist nicht der Hellste. Ey! Bist wohl zu oft die Sturm hier in der Höhle oder was? Ich bin das erste Mal hier gerade drin. Wie soll ich das. Wie soll ich hier. Wie kann ich denn hier so oft sterben hier? Ja. Jungs, chillt euch mal. Das ganze Metall hier, Junge, das kannst du doch nicht liegen lassen. Doch von mir. Huch, wo kommt denn der her? Na ja, hier, Kleiner. Hab ihn doch getroffen, oder? Ja, gut. Er ist tot. Was denn jetzt schon wieder? Fledermaus. Ach du Scheiße! Oh, was? Oh, das ist überhaupt nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Schnell töten, schnell töten, schnell töten, sonst tötet es. Mein Schwert ist kaputt. Ja, genau das meine ich. Das Vieh spritzt nämlich Säure, die alles zerlegt, was aus Metall ist. Mein Schwert ist auch so gut wie kaputt. Meins ist noch halb. Habe ich jetzt nur noch mal eine Picke? Ja, da würde ich sagen, das Abenteuer ist ein bisschen erledigt und wir machen weiter mit Abenteuer Mosasaurus, oder? Ja. John? John, auf welche Richtung? Och Mann. Ich habe mich gerade dran gewöhnt, hier in der Höhle zu sterben. Also damit abgefunden, besser gesagt. Oh, ich bin fast tot. Nein, nicht fallen lassen. Was machst denn du? Wo ist jetzt die Kiste? Oh, ich bin Bist mir dran am Arsch. vorbeigerannt. Warum bist denn du jetzt dran vorbeigerannt? Wolltest Ach doch da, warte. aufheben, was auch immer du hingelegt Ja. hast. Futtern. Nutzen.
Also ein Lagerfeuer mit ein bisschen Holz wäre schon geil. Hätte man mal dran denken können vorher. Weil mein Futter geht nämlich auch gerade runter durch das ganze Gift. Ja, und dann hier Freezing dazu noch. Mein Fleisch haben wir genug da. Problem ist, haust du dir rohes Fleisch zwischen die Kiemen, könntest du dir eine Krankheit holen. Sag Ich mal, hier glaube, ist. ich werde mir jetzt mal so ein rohes Filet reinhauen. Alter, warum ist mir denn hier kalt Freezing hier unten? Alter Schwede. Auf volles Brett. Keine Ahnung. Bei mir zeigt das schon an hier. Ich habe schon Ist immer noch Freezing auf dem Blutrand. Vieh? Ja, immer noch Freezing. Der Das Ataman ist Blutrand. minus 3 Grad, ist ja kein Wunder. Könnte zu einem Problem werden für euch. Weil, ja, ich bin fast tot, also. Ja, dann mach mal hier Atemzeugs aufsetzen und so. Ich habe nur noch 46 HP. Ja, Atemzeugs aufsetzen. Das hat ja auch noch mehr Unterkühlungsschutz als das, was du vorhin anhattest. Hast du? Seid ihr bereit? Ich sitze. Sitzen Gut, beide. ja. Gut. Dann geht's mal hier quasi weiter. Wir kommen von da und gucken hier weiter. Es ist nur mir kalt, also. Gut. Ändert aber nichts, dass ich keine HP regeneriere unter Wasser. Das ist richtig. Hier geht's raus, wie es aussieht. Glaube ich zumindest. Hier ist noch eine Höhle, weitere. Hast du nicht Medizin mitgenommen gehabt? Nee. Die liegt im Kühlschrank. Was? Was? Was greift uns an? Weiß ich nicht. Wie kann ich nach hinten gucken? Das ist das Dumme. Ich irgendwie auch nicht. Was ist denn das? Das ist auf jeden Fall was Schnelles. Bestimmt Piranha oder so ein Scheiß. Ihr seid noch drauf, oder? Ja. Eieiei, was ist denn das hier für eine Höhle? Krasser Scheiß da. Wow. Unten und jetzt nach oben. Ah, lol. What? Nichts unter Guck Wasserhöhle? dich das mal an, wie geil sieht denn das aus? Alter, wo Hier sind hinten wir ist denn Wald. rausgekommen? Ich Was? glaube, wir sind jetzt gerade in der Unterwelt. Also. Wie geil ist das Hier ist denn? Holz. Ja, Mann, Ja, das ist. hier. Ja, das ist die Unterwelt. Ja. Geil. Ja, Kann ihr. sweet. Bäume sind hier, ne? Stehen Oh, vor allen bleiben. Dingen zieht ihr da mal die hier, die Dinger, die grünen Dinger da oben dran so ein und so. Aber lass uns erstmal ein Lagerfeuer bauen. Alter, wie Hat einer geil eine ist Axt das? mit? Ja, ich habe alles dabei. Jungs. Ah, Oh. scheiße. Ja, shit. Und hier sind Perlen. Oh fuck, kommt mal. Oh, das sind nur Ichis. Aber das sind auch Mantas, macht hin hier. Oder schwimmt gleich zum Dings, wie du willst. Oh, Gossi, steig auf. Und weg. Alter. Die machen nichts, zum Glück. Ja, geht doch mal runter. Alter, da ist ein Wasserfall. Alter, Und wie hinsetzen am krass sieht das besten. denn Nicht, aus dass du hier? wieder runterfliegst. Ich will hier bleiben. Sitze. Jetzt Da, werden wir die machen angegriffen. nämlich doch was. Scheiße, das könnte uns jetzt unseren Plesio kosten hier. Ach, es ist Manta. Mantas, oh shit, oh, ein Shitload an Mantas, na klasse. Hoffentlich kriegt man die alle tot. Hoffentlich krieg mit der Bläse nicht tot gehen. Der ist schon so gut wie tot gerade. Gerade ein Level bekommen. Fuck, 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 fuck. Haben wir sie alle. Alter, wo ist noch einer? 26er Schaden, Shit, ich muss Alter. reparieren. Sag Bescheid, wenn wir nochmal angegriffen werden. Ich Ja. muss das Vieh heilen. Alter Falter da.
So, also ich weiß noch nicht, wie es euch geht, aber ich brauche dringend was zu essen. Ja, bau mal ein Lagerfeuer. Wir haben hier mehr als genug Fleisch. Wir werden angegriffen, glaube ich. Nee, Nee, oder sind ist nur gut so. Itchis. Ja. Oder also zumindest wissen wir jetzt, es gibt nicht nur einen Weg in die Unterwelt. Am besten auch noch ein Bett hier hinstellen, dann können wir immer wieder herkommen. Das ist eine ziemlich gute, Ja, ich weiß nicht, ob das hier geht. so eine kleine Mini-Strandhütte. Ja, sicher geht das. Neuen Fundamente hinbasteln. Kannst ja mal probieren, Oder. geh mal sterben und guck mal, ob du hier auf dem Plesio spawnen kannst. Warum soll ich mal sterben Ja, gehen? weiß ich nicht, du bist der King des Sterbens. Wie wär's, wenn du es mal machst? Oder John, noch besser. Nee, du bist halt Ich? der. Wieso noch besser? Was willst du jetzt ganz Ja. genau sagen? Was? Was? Was wollte ich denn jetzt? Ach ja, normale Rüstung anziehen. So, was denn hier? Was ist das? Terrorvogel oder was? Keine Ahnung, ich habe jedenfalls keine Axt oder so mit, also nichts von der desgleichen. Hört Also sich ich gut. habe ja schon ein Lagerfeuer gemacht, ist doch schon Fleisch drin. Okay. Steht Das ist erstmal. doch auch ein Euro, der sich ja mit hinsetzen will, ja. Euro am Arsch vielleicht. Ja. Warte, hier ist ein Euro. Ein Schlag war doch ein Euro, oder? Ne, war nur 50 Cent, bitte nochmal. Oh, warte, 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 Nahrung? warte. 16? Wo mache ich sofort mal so viel Nahrung? Ach, verloren. Oh, das krabbelt jetzt aber ganz schnell runter. Unter Oh, Wasser ich halt. brauche. Na, wer klaut denn das Nahrung? Ich habe noch 13%, also. Das sieht schon geil aus hier, also. Jeden Fall, ich will hier bleiben. Vor allem hat es auch seine eigene Lichtquelle da. Schon nice. Wer klaut mir das gerade? Ich bin gleich am Verhungern, ey. Alter. Heuleiserschanteil. Nee, nix Heuleiserschanteil. Na, heul laut wird dir keiner sagen. Haben wir denn da hinten? Triceratops, der da auf dem Felsen gestrandet ist, irgendwie. Und ein paar Dodos. Ein paar viele Dodos. Vor allem, ich habe ja dann Langhals gesehen da hinten. Ein Bronto, ja. Alter, das ist so ungewohnt, zu Fuß unterwegs zu sein. Ich springe hier die ganze Zeit, damit ich wenigstens was sehe. Müssen mal gucken, ob wir irgendwie auf den Plesio noch einen Dino draufschneiden können, aber ich glaube, der Dino würde verrecken. So. Mal den noch heilen hier. Vor allem, ich dachte voll, wir sind bei den tropischen Inseln gelandet, ja. Aber da sind wir halt einfach mal in der Unterwelt gelandet. Oh, das schöne Ding da, ne? Und ich hab nicht die geringste scheiß Ahnung, wie wir hier überhaupt hergekommen sind. Schön, schön. Ich Also hast du auch recht. keine Ahnung, wie wir wieder zurückkommen. Nö, Wir sind hier verloren. das Zurückkommen, das geht irgendwie immer automatisch. Wir sind hier für immer eingeschlossen. Wie schön. Man isst hier auch mal irgendwo ein bisschen fertiges Fleisch. Jetzt habe ich gerade rausgemacht. Ich habe mir erstmal satt gegessen. Ja, ich habe Ja, jetzt bei mit mir dem einen fehlt auch jetzt noch satt was. gegessen, aber wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen was auf Vorrat.
brennt ja. Ich habe Aber sogar man könnte zwei schon jetzt. mal hier Holz und so Zeug wollen einmal draufhauen, fällt's um. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel Nahkampfschaden, ne? Das Zeug fällt sofort um. Ja, bei Wie viel sammeln? 300%. Ein? Wie viel sammelst du pro Schlag ein? Weiß ich nicht. Warte, ich guck mal. Ein Schlag. 27 Holz, 9 Stroh. Was brauchen wir? Brauchen wir da nicht auch noch irgendwie Fasern, um den Scheiß zu bauen? Was? Für was brauchst Ja. du Fasern? Na, Für Holzfundament. Holzdecke, Holzfundamente und so. So, ja. Ein Bett brauchen wir auch noch, brauchen auch Fasern. Ja, da müssen wir mal Fasern sammeln. Hat einer einen Bär mit? Jetzt musst du einfach nur mit der Pfote hingreifen. Oder hast du eine Ja, Sichel der. dabei? Der natürlich richtig nice. Wir müssen hier eine Basis hinbauen, ganz klar. Ja, weil wir die ganze Zeit die Bären haben, deswegen habe ich eigentlich schon gar keine Sicheln mehr gebaut. Ja. Ich hatte eigentlich immer mal eine mit, aber irgendwie. Ich hatte eigentlich auch immer eine dabei. Dann hatten wir die Bären, dann habe ich keine mehr dabei gehabt. Die Bären, die sind halt einfach mal Faser-Sammel-Kings. Dann schon eine Kiste gebaut. Nee. Auch ein Dilo, was willst denn du? Ach, der haut sogar von mir ab. Meiner, oh, lol, ein Schlag. So ein One-Hit-Opfer. Bonnet-Opfer. Kampfmusik? Ja. Ach, John. Hardcore. John greifen sie noch an. Oh. Ah nein, ich sehe nichts mehr. Hilfe! Das war kein Raptor, das war ein Dino-Ghost. Ja, die Läufer ja. Vor allen Dingen von mir hauen sie ab, John greifen sie an. Ich bin erstmal 54, weil hier die ganze Zeit Da unten, oh, da unten. rumebert. Oh, was ist mit dem Plesio? Was hat denn der am Wickel? Keine Ahnung, ist auf jeden Fall schon tot. Das war nur ein Manta. Ey, scheiße, was ist, jetzt ist der Plesio da hinten. Meier hier, großer. Die Höhle sieht so geil Alter, da ist der aus. hin. Sag mal, geht's da auch hoch in der Mitte? Oh. Oh. Seid ihr klein? Da müsste der Plesio eigentlich wieder passen. Kompis. Hi, Kompis. Die greifen dich gleich an, wenn es mehr wären. Guck mal, ich hab Folgende Kompis aktivieren. mitgebracht. Oh, guck mal. Oh, die sind ja niedlich. Hey. Was machst denn du, Ghosty? Lass die. Die sind niedlich. Oh. Ja, ich weiß, aber wie Robert meinte, wenn es mehr werden. Kannst du übrigens nur mit Filets zähmen. Okay. So, erstmal ein Bett. Und dann braucht man ein Holzfundament. Aber das war's eigentlich schon. Ein Bett und ein Holzfundament, mehr braucht man ja nicht. Jo. Warum ich so viel Holz gesammelt habe, frage ich mich gerade. Du möchtest eine größere Basis bauen. Nee, eigentlich nicht. Nö, nur ein Spawnpunkt hier, dass man wieder runterkommt. Obwohl es ja eigentlich auch Quatsch ist, hast ja dann nichts hier unten. Ja, genau, darum eine kleine Kiste. Ich habe ja gesagt, wir müssen eine Kiste bauen. Und was willst du in die Kiste reinlegen? Zumindest die Materialien reinpacken, die wir schon gesammelt haben. Grundmaterialien.
Ich baue eine Kiste. Ich habe eine Kiste gebaut. GZ? Jetzt bist du der Kistenkönig. Irgendwas muss man ja können. Vor allen Dingen, wie er alle beide sofort ranstürmt und in die Kiste guckt. Nee, hey, um Sachen reinzulegen. Oh, da ist eine Kiste, die spawnt! Da ist eine Kiste, die spawnt! Uah! So. Würde ich sagen, gucken wir uns hier mal ein bisschen um, oder was? Jo. Na, Kuschelkatze. Na, Kuschelkatze. Das sieht witzig aus. Da kann man hoch oder so. Da aus dem Wasserfall, das ist übrigens der andere Eingang von oben. Da fliegt man dann da aus dem Wasserfall runter und landet da im Wasser. Hallo! Morgen! Erklärt aber nicht, warum hier ein Bronto hier ist. Ja, der ist hier gewachsen, ganz natürlich. Hat irgendeiner einen Brontosamen? Hat irgendeiner einen Brontosamen runtergeschmissen oder ist der Bronto hier gewachsen? Was meinst du, wie Dinos entstehen? Die wachsen auf ganz natürliche Art und Weise. Vor allem die Dodos hier, wie die einfach nur so rumstehen. Oh, hier sind Dodo-Eier. Gibi, gibi. Gibi. Dodo-Ei. Na, Robert muss die Leiche betreiben. Was denn, der steht im Weg. Armer Pronto. Mein Schwert ist kaputt. Wo seht ihr hier ein Bronto? Ist kein Bronto. Hallo Ingo. Alter, wie groß ist denn das hier? Oh, ziemlich groß. Wollen wir nicht vielleicht doch lieber mit dem Plesio irgendwie übers Wasser mal einmal rumgucken? Nö. Ich will hier bleiben. Ein Dodo, ein männlicher Dodo Level 72. Und wie viele Dodos hier sind? Was, meine Stiefel sind kaputt. Ja. Alter, wie weit geht denn das? Siehst du doch, guck dich doch mal um. Ja, dann da hinten sieht's so aus, als würde es da noch viel weiter gehen. Geil. Krasser Shit. Vor allen Dingen, wie die Dodos hier einfach unbewegt rumstehen. Aber jede einzelne Sorte, die du dir so vorstellen kannst. Was wollen die Itchis hier eigentlich? Alter, von denen wie viele? Was? Die greifen an? Seit wann greifen die denn an? Hey, wenn zu nah warst. Oh, Mantas. Vor allen Dingen, wie der Manta nicht hier an Land geschwommen ist und einfach gestorben ist. Och, Manta. Drei Mantas, vier Mantas. Ups, ich sollte vielleicht mal einen Schritt zurückgehen. Auch nur ein bisschen.
Jetzt haut's gleich mein Schwert. Da sind die irgendwie ein bisschen alle blöde hier unten oder was? Ja, die stehen nur so rum, ja. Ja, die stehen einfach nur da. Oh. Hey, aua, aua, Autschen, au. Geht ihr Penner sofort auf mich? Herrlich. Huch! Bist Low-Level. Das Schwert ist kaputt. Beute. Ey, die Fresse, nur weil du jetzt da eine Chance zu tun hast. Nein, da habe ich zu tun. Ich glaube, ich kann mal ein bisschen Fleisch rausschmeißen. Zeichnest du eigentlich diese superklasse Geschichte hier auf? Ja. Sehr gut. Vorbildlich. Vorbildlich, sagt er. Das Ei wollen wir behalten. Ich will ja nicht meine Eier hier wegschmeißen. Oh. Ein oder zwei Dinger sind es ja dann doch gewesen. Hey, hier unten ist so ein Flugvieh. Ja, gibt's ja auch. Wenn du Höhenflug anders kannst du ja auch rausfliegen aus der Höhle. Aber ist auf dem Server hier nicht an. Und das da in der Mitte. Ach man, ihr scheiß Mantas, verpisst euch doch. Blöden Ratten. Ja, vor allen Dingen, die schwimmen einfach an Land, babtot. Nächstes Ei. Von? Parasaurer. Davon haben wir, glaube ich, nur eins. Könnte man also mal haben. Ja, du Scheißrochen. Auf jeden Fall schön idyllisch hier unten. Auf jeden Fall richtig geil. Irgendwo gibt es ja auch eine Höhle am Rand. Da kommt man wieder raus. Wir nehmen natürlich die Unterwasserroute, um wieder rauszukommen. Voll idyllisch. Blöder Dodo. Sind Dodo in Ruhe? Hat du nicht getan? Doch, der hat mich böse angeguckt. Oh, meine Stiefel sind kaputt. Willkommen im Club. Warum auch immer ausgerechnet die Stiefel? Gerade diejenigen, die man eigentlich gar nicht anhat. Ja. Wie sieht's denn eigentlich aus mit der Rüstung? Oh, wir sollten vielleicht nicht allzu viel kämpfen. Mein Schwert ist auch gleich kaputt. Ist die gerade Akku auf irgendjemanden oder wackelt die einfach nur hier so lang? Ne, wackelt nur so lang. Rennt der Dillo gerade vor dir weg? Ja. Würdest du nicht auch vor den Level 200 Gegner wegrennen? Nö, nicht unbedingt. Ach ja, die Lorotze. Ich sehe nichts. Da wir ja einmal drum sind, das macht so keinen Sinn. Da ist das Video 5 Stunden lang und wir können gleich auf Arbeit gehen. Naja, ich sag mal, wir sind schon fast an der Mitte, also es lohnt sich jetzt bald gar nicht zurückzugehen. Und das da hinten? Sieht ja komisch aus hier, der Stein. Welcher Stein?
Ach, das ist nur Metall. Da ist aber so, da fällt so ein komisches Licht drauf, da leuchtet der so komisch blau. Bist denn du? Bin hier Na gerade an hier. den Rand gelaufen. Da. Hallo. Boah. Hast du verhungerst? What? Oh ja, ich fange aber ich auch gleich. Zum Glück habe ich noch gebratenes Fleisch mitgenommen. Braucht ihr auch was Oh, oder habt ihr noch? 45%. Nein, ich meinte Fleisch. Ja? Nee, ich habe auch noch Fleisch mit. Ich nicht. Ja, warte, dann schmeiß ich dir mal ein bisschen hin. Hinter dir. Toll, da war es aber eben nicht. So, ich schmeiß dir mal Zähne raus. Oh, da. Oh, bei mir ist sie doch voll. Was ist das denn? Lol. Der User Fisch. disconnected Da from siehst your channel. du. Oh, wer ist denn raus? Keine Ahnung. Jetzt ist meine Pike auch Da bis hinten zur ist der Hälfte kaputt. Ausgang. Hast du ihn gesehen, ja? Ja, da ist ein Skorpion, ja, wir kommen definitiv dem Ausgang nahe. Ist das da gerade da? Oh. Ich habe kein Schwert mehr bei. Ich Ist das auch ein nicht. T-Rex? Ja, Ist das das ein ist. Ja, das ist ein T-Rex? T-Rex. Ich kann den easy platt machen, aber ich habe kein Schwert. Und da ist noch ein Kanu. Hier wird es halt immer gefährlicher am Ausgang. Ich weiß ja nicht, wollen wir zurückgehen? Nein, einfach am Strand vorbeilaufen hier. Er frisst da ja noch schön. Oder kämpft oder keine Ahnung. Es wehrt sich ja sowieso alles irgendwie nicht. Ja, die Hülle ist vielleicht ein bisschen buggy, was Dinosaurier angeht. Ihr auch, sagt so. Kann man so sagen, ja. Das Wasser sieht auch hier übelst geil aus, ja. Da ist aber auch eine Menge los unter Wasser. Ja, wenn hier ein Moser wäre, das wäre witzig. Könnte man hier gleich mitnehmen. Enttüten und mitnehmen. Würde eigentlich hier gerne schon nochmal hochgucken. Da steht ein Oviraptor. Wie weitläufig das hier hinten ist und vor allem wie gerade übelst geil. Wollen wir Wieder nicht hier für eine unten Base. bleiben? Nö. Sieht zwar gut aus und alles, aber also für eine Base und hier bleiben, fände ich es dann schon heftig langweilig. Oh, John muss ich gleich mit Raptoren anlegen. Ja, macht ja nichts, die Parappis. Voilà. Und sollte die Lanze dann auch in den Raptor schieben, nicht in den Ghostie. Zumindest wenn man Schaden machen will. Da hinten ist noch ein T-Rex. Und Karnos. Oh, was ist das? Gucken hier. Und dann ist ein Karno, noch ein Karno. Ist doch kein T-Rex, so auf die Ferne nur so aus. Oh, der Kanu kommt näher. Sollten wir vielleicht wieder Richtung Strand ein bisschen, hä? Obwohl meine Lanze hat noch Hälfte, also.
Kanu töten wäre das kleinste Thema. Meinst du es? Ach Das hier. sieht Von unseren aus wie ein Verbündeten. Lagerfeuer. Ja, ein Lagerfeuer von unseren Verbündeten. Und waren sie auch schon hier. Ja. War da was drin? Hast du reingeguckt? Holzkohle 90. Hatten wahrscheinlich auch ein kleines Essensproblem, wenn sie angekommen sind. Lol, hat den Dodo gerade K.O. gehauen. Ah, K.O. Liegt doch bewusst Mit der nach rein. Faust oder was? Ja, mit der Faust. Ja, du. Und K.O. Nee, getötet hast du ihn. Und du doch auch. Nein, der ist K.O. Kannst aufmachen, kannst ihn zähmen. Jetzt ist er tot. Oh, Gossi. War ich nicht, das war doch du. Nein. Stell nur deine Stammesmitglied Lage Ghost so auf. Anubis hat getötet. War ich nicht. War, ist ein Serverfehler gewesen. Na klar. Hat gerade ganz kurz mein Hack gemacht. Kann man das Vieh auch betäuben hier? Naja, das stirbt, ehe es betäubt wird. Was soll ich gemacht haben? Ich habe deinen IBM-Computer gehackt. Der war auch gerade betäubt, bevor ich ihn dann aus Versehen getötet habe. Sieg nicht, jetzt sehe ich wieder was. Ein Para. Noch einer. Ich glaube, wir sind bald einmal rum, ha? Bin es so. Ich hoff's. Ja, wir haben jetzt im Bett stehen hier, also wer Langeweile hat. Unter Beam. Aber ist hier unten dann alles auf Selbstversorgerbasis? Einfach mal was von oben holen ist nicht. Doch schon, ne? Müsste halt sich dementsprechend vorbereiten. Und man sollte auch den Weg kennen. Das hat so seinen Vorteil, ja. Wir haben ja jetzt einfach nur per Zufall gefunden. So Metall gibt es hier auf jeden Fall jede Menge. Du bist erschöpft. Was hier oben ist. Aber hier oben könntest du eine schöne Base drauf basteln. Keine Ahnung, wo du bist. Ich laufe hier gerade den Berg runter. Wo ist denn so ein Dodo? Keine Ahnung. Jeden Fall kein Fleisch.
immer hier ein paar Bären. Oh, du hast schon welche reingelegt, glaube Yep. Zähmt ihr gerade ein Dodo? ich. Ja. Nein. Und geht aber flott. Also. Kriegt sogar 23 Level dazu. Oh, ich glaube, das war die eine Mejo-Beere, die das so flott gemacht hat. Also keine Mejo-Beeren dabei hier, echt. Brauchst du mal, sind sie nicht dabei, jetzt hier, zwei Stück. Ja, komm mit. Vor allem Level 70. Was hat denn der für Werte jetzt hier? Gossi, ja, ich wollte gerade sagen, nimm mal mit. Vor allem, wie er da in der Foto, wie es aussieht. Wie das aussieht. hier runter, glaube ich, oder? Ja, genau hier. Wow, mir ist kalt, WTF. Ja, mir ist auch kalt. Ich habe auch Freezing. Der Freezing ist nicht nur kalt. Sprintest du nicht oder warum bist du so Doch, langsam? doch, durch den Dodo. Warum auch immer. Ist egal. Jetzt habe ich Freezing. Wollte eigentlich den Dodo John ins Gesicht werfen, aber naja. Wird wohl nichts draus, so langsam wie der Watschelt. Ach komm, Klaus, hier. Folgen Wo seid ihr deaktivieren. eigentlich? Also ich bin hier am Strand. Wandern aktivieren. Ja. Was für eine Aussage ist das denn jetzt? Da bist du. Ja, keine Ahnung. Ah, da ist er. Ja, komm. Ja, hol den Dodo. Oder hier, nimm mal den Affen. Oder? Nicht Steine Bei mir steht aufsammeln. hier noch ein riesen Pronto. Ah, Da, ihr nimm seid mal da den drin. Affen. Ossi, nimm mal den Affen mit. Warum? Wie, warum nimm mal mit? Er will mir doch seinen Dodo ins Gesicht schmeißen. Da. Kleiner Schlingel. Dodo-Schlacht. Ey, soll ich mit meinem Dodo mal schmeißen? Vorhin hat er sich auch reingezähmt. Hier mal den Affen wieder. Einfach zweimal E drücken, schmeißen runter. Sag mal, du hast wohl gar keinen Vogel oder was? Nee, ich hab einen Affen. Du hast einen Vogel, du Nein, Vogel. Ghost hier hat keinen Vogel. Doch, einen ganz großen. Was ist denn eigentlich mit den Itchis hier? Das sind die alle zu blöd zum Schwimmen oder was? Die verrecken sogar im Wasser, weil sie in die Luft springen oder was? Keine Ahnung. Ist das bei euch auch so auf dem Wasser oder ist das nur bei Ja, mir? überall sind die. Robert, guck mal auf hier den Dodo. Level 20er. Alter! Geil! Hier könntest du deine Dodo-Farm aufmachen, die du mal aufmachen wolltest. Oder war das?
Oder war das Steve, der eine Dodo-Farm aufmachen wollte? Was lässt er die ganze Zeit vögeln hier, oder Also, ich weiß nicht. Nicht okay. Irgendeiner wollte eine Dodo-Farm aufmachen. Ja, ich wollte eine Dodo-Farm aufmachen, Ach, bevor dann ich. war es so. Ja, ne, bevor ich wusste, dass das Großziehen ein ganzes Leben lang dauert. Ja, besonders wenn du noch ein Ei vorher hast. Gut, können wir weiter oder was? Ja, ja. Ja, theoretisch schon. Ich muss noch Wandern anmachen oder habe ich schon angemacht? Oh, ist schon an. Oder Inventar öffnen, hier Nahkampfschaden. Ich meine, der greift sowieso nicht an, aber was soll's. Das scheiße, ja, früher oder später verreckt er sowieso. Kommst du schon? Warte, ich mache ja auch nur noch Wandern an. Meinst, vielleicht meinst, vielleicht vögeln sie ja. Meinst du jetzt den John oder den Dodo? den Dodo John. Nee, der schwule Dodo John. John? 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 Ja, John? ich hab nur mal John? Kurz hier Wandern aktiviert. Ja, dann geh wandern. Wo hast du einen Wandern? Mann. Wieso? Hier, die kleine Sylvie. Freunde, ich bin die kleine Sylvie. Warte, warte, jetzt muss ich aber auch noch mal kurz. Hey. Was für ein Spaß hier. Ja, so. Du klaut ihm einfach geh weg mal von dem Vogel. Klose, geh weg von so, dem jetzt Vogel. Hier, so. Geh weg von dem Vogel. Lass den Vogel. Ja, ich bin eine Biene. Ich Ach, bin ja. Marvin. Ich heiße Marvin. Ich heiße Marvin. Ach ja, Wunderkerze anmachen. Jetzt so hat schön jetzt eigentlich funkelt. Einer, dass die Kröte Fleisch damit genommen? Und dann eine Wunderkerze aus meinem Gesicht. Oh, was ist mit ihm? Boah, hat aber viel ausgehalten. Klatschen hier schon wieder Dodos. Ey, Dilo, kann man dich betäuben? Ja, betäubt. Bewusstlos. Cool. Hat einer Bären mit? Der frisst keine Bären. Ist egal. Weiß mal halt Fleisch rein. Was will denn er hier? Boah. Hat er mich blind gemacht. Blöder Arsch. Auch ein Oviraptor. Kann man nur mit Eiern zähmen. Apropos Eier. Also hier ist, Ja gut, die sind ja noch übelst lang haltbar. Oh, da ist Florian. Ja, gut. Also ich habe gerade noch mal 15 gegrilltes Fleisch da aus dem Feuer geholt. Umnennen Bett. Unterwelt. Nehmen. Gegrilltes Fleisch haben wir doch genug. Wir könnten jetzt eigentlich zurück. Dann fahren wir halt zurück. Mehr brennen lassen. Ja. Ich meine, es ist auch so ziemlich alles kaputt. Von dem her, also Mosasaurus jetzt ganz definitiv nicht mehr. Oh, wenn wir einen sehen, shit. Der Manta bleibt einfach blöde stehen. Ach, das ist tot, lol. Ach, sitzt schon. Atemgeräte habt ihr alles an, ja? Jo.
Wo ging's denn jetzt hier? Hier ging's doch irgendwie, hier ging's rein. Da lang. Oh, leck. Also mit der Gestaltung haben sie sich schon übertroffen, ja. Haben sich Mühe gegeben halt. Ja, auf jeden Fall. Absolut top. Vor allen Dingen für Und die Eingang. Größe und so, ja. Jetzt ist was. Okay. Was greift uns da noch an? Hier ran, ja. Den Stuhl. Ich habe ja Level ab. Hinter uns doch, der Piranha. Ja, ne, ich kann hier nicht drehen, ohne euch runterzuschmeißen. Aber schon interessant, dass der Piranha alleine ist, weil die sind normalerweise immer im Schwarm von 15 bis 20 Viechern. Hier können wir eigentlich nochmal auftauchen. Warum haben wir denn eigentlich die Tische nicht repariert? Quatsch, die Stühle. Keine Ahnung. Hätte man ja eigentlich machen können, ja. Wo zur Hölle sind wir denn hier? Hier regnet's rein. Da oben ist auch ein Höheneingang. Ach, hier kann man dann quasi auch noch hinkommen. Irgendwie gibt es da wohl oben eine Höhle dazu. Die könnte man jetzt vielleicht finden, wenn man die Koordinaten mal einblendet. Wir sind hier bei 54, 4, 56, 1. Oder wir gucken auf die Karte, wen das weiterhilft. Da. Da ist wohl irgendwie eine Höhle. Sitzt wieder, ja, gut. Ein Ding, hier regnet es unter Wasser. Ehrlich mal. Ach, hier sind wir Wir wieder. blitzen auch noch. Oben vor dir, na Robert. Was? Oder? Was vor mir? Ach, dann sah so aus. Oder kommt von einem Saurier. Hier ist nichts. Aber hier ist wieder diese Ruine. Mit dieser, dieser Herausforderungshöhle da. Na. Diese da. Und ein Kreis geschwommen? Und da geht's noch irgendwo hin. Wollen wir hier vielleicht mal hochgucken, kurz? Also, wenn jetzt uns nicht gerade irgendwelche Skorpione oder so eine Scheiße entgegenkommen. Vergiss es, ich habe kein Schwert mehr, die Schuhe sind fast kaputt, also zu viel Ausrüstung über. Ja, nach dem Bench. Und von was werden wir? Ach, Scheiße, oh fuck. Genau, werde ich mal selber. Ich hab's hier gerade. Ich warte hier. Vor allen Dingen, wir sitzen jetzt chillig auf unseren Stühlen. Jetzt nicht Jetzt mehr. auch nicht mehr. Ab her, Dings hier. Ach Mann, die schwulen Angler. Hey, du scheiß Angler. Na, versuch dich ruhig an mir, du kriegst mich eh nicht kaputt, du Scheißvieh. Endlich. Einer ist noch. Der Wichser, ach ne, der ist tot. Dann kann man ja abbauen. Inventar öffnen, hat nichts drin. Aber das Anglergel lasse ich mir nicht entgehen hier. Alter, 160 Angler-G, wenn man mit der Spitzhacke abbaut.
Eieiei. Ich. 95 Angler geht der gehabt. Was? Oh, da vorne ist noch einer. Oder ist das ein Piranha? Hör doch mal auf, mich hochzuschubsen hier mit deinem blöden Kopf. Mit deinem blöden Kopf? Was soll dir einen so im Kopf zu haben? So, können wir eigentlich weiter, oder? Ja. Oder hast du mich abgesagt? Oder auch nicht. Sie haben gleich nochmal angehalten. Ich setze wieder. Ich auch. Na, geh mal rüber. Oh, wir haben auch nicht mehr viel Gewicht übrig, fällt mir gerade so auf. Sollten ein bisschen Stein zum Beispiel kann ich rausfeuern. Und ich habe keine Ahnung, was ich eigentlich mit so viel Fleisch soll. Da ist was anderes mit rausgeflogen, was nicht hätte. 50 Betäubungspfeile sind damit rausgeflogen. Ja, shit. Wir sollen die hier wiederfinden. Ach, scheiß auf die 50 Pfeile. Gibt's keine Rückgängigkeit-Taste? Nö. Ist ja blöd. Ist ja halt regnet. Im Wasser. Ja, vor allen Dingen oben hat es nicht geregnet, in dem Wasser regnet es auf einmal. So sinnlos. Ja, sind so ein paar Schönheitsfehler. Hier kommen wir nicht her, ne? Ich hab keine Ahnung, wo wir schon mal waren, du und ich. Obwohl das hier eigentlich so aussieht, als würden wir hierher kommen. Das, wo wir her, wo wir das letzte Mal hergekommen sind, das hatte nicht so eine, so eine komischen Stäbe. Das Vieh braucht so unbedingt mehr Ausdauer. Ja, genau, hier. Piranhas. Genau, und hier müsste jetzt der Höhenabschnitt sein, wo wir vorhin ja, die Kristalle, genau, ja, dann sind wir hier richtig. Ist hier irgendwo. Ah, da ist doch die Höhle. Höhle in der Höhle. Jetzt geht's nach oben, oder? Ja, nach ja. Oben. Nur gucken, dass ich euch nicht abschmeiße dabei. Wir schreien schon. Da vorne scheint's rauszugehen. Bis zumindest, wo wir. Hier ist die Sattgasse. Ach ja. Ah, hier ist doch dieses Ding. Jetzt werde ich euch wahrscheinlich abschmeißen. Nö, nee, diesmal nicht. Gut. Dass wir weiter hoch oder weiter da lang. Keine Ahnung, das leckt gerade irgendwie. Das ist ja eine Decke über uns. Was ist das hier, eine Wand, wo ich gerade bin oder ich habe keine Ahnung. Ja, ja. Ist das dunkel, ey. Fackel rausholen bringt nichts, ne, geht mir nicht mal. Jemand einen Vorschlag? Zurück. Da ist wieder die Sackgasse. Ein Stein, der aussieht wie ein Wasserfall. Aber wir sind ja hier irgendwie reingekommen. Oder sind zwar Angler. Wie wär's, wenn du noch hörst? Hä? Weiß gar nicht, sind wir oben. Ich glaube, wir sind von ganz unten gekommen, oder? Und von ganz unten sind wir gerade gekommen.
keine Ahnung, auf den Stühlen hier hinten sieht man kaum, wo du mal warst, richtig. Okay, hier ist Decke. Hier ist Decke und hier ist auch, ich sehe den normalen Boden quasi, den abgesattelt. Wieder drauf? Jo. Hab ich keine Ahnung, das ist so scheiße sinnlos dunkel hier. Bergmannshelm wahrscheinlich aufsetzen, damit ihr irgendwie Licht hast. Aber hier kommen wir ja eigentlich gerade her, oder? Oh, hier geht's noch lang. Hier. Abgesattelt. Ja, hier sind wir aber richtig. Jo. Ihr müsst noch mal kurz das Stück zu mir schwimmen. Oh, ich sitz wieder. Ich auch. Ihr sitzt auch wieder. Obwohl, ja, das kommt mir bekannt vor. Ja. Ja, hast du uns vorhin schon mal abgeschmissen, oder? Jo. Und hier sind wir nämlich wieder ganz normal im Meer. Ja, also ab zum Strand wieder, oder? Ja, erstmal reparieren und alles. Das Vieh bewegt sich gerade irgendwie nicht. So, jetzt erstmal orientieren, wo wir hier überhaupt sind. Und dann können wir auch die Koordinaten geben, wo der Eingang ist. Na, nach oben hier. Ich will gerade irgendwie nicht übers Wasser. Jetzt. Ist er über Wasser? Nee. Toll. Jetzt aber. Oder auch nicht. Was ist denn das? Der will gerade nicht über Wasser. Ach. Ja, wenn, dann muss er gerade ausschwimmen. Jetzt. Jetzt. Warum auch immer jetzt. Ja, egal. Koordinaten. Haben wir hier. 66250. Ziemlich mitten im Nirgendwo. Ich habe keine Ahnung, wie wir hier überhaupt hingekommen sind. Bin einfach nur geschwommen. Hab einen Megasaurus gesucht. Mosasaurus. Gut. Wir müssen da hinten hin. Alter, ist ja schon spät. Gar nicht so gut. Ja, ich würde dann jetzt auch nur noch das Zeug reparieren und dann wahrscheinlich Feierabend. Bei mir auch nicht anders. So. Da wären wir wieder da. Ja, jede Menge Anglergel. Komm, Hansi. Ja, da richtig viel. Gesundheit. Noch irgendwas von uns mit drin hier. Ja, lol, wir haben sogar Heilmittel dabei. Also wir hätten auch eine Vergiftung jetzt zum Beispiel heilen können, wenn einer rohes Fleisch hätte essen müssen. Gar nicht dran gedacht, dass das in ihm war. Na egal. Da würde ich sagen, beenden wir jetzt auf jeden Fall erstmal hier die Folge und ja, sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis denn.